Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem ganz besonderen Fangespräch, nämlich eine Vienna Family in der Vienna Family. Hallo Julia, hallo Bernhard und hallo Ernst. Vienna, wie man sieht, eure große Leidenschaft, aber wie ist es dazu gekommen? Wie seid ihr zur Vienna gekommen? Wie ist eure Vienna-Geschichte eigentlich? Ernst, ich glaube, das ist eine spezielle Geschichte dazu. Es war so, meine Mutter hatte ein Lebensmittelgeschäft in der Silbergasse, vis-à-vis von der Karmelitergasse, und schräg am Beginn der Paradisgasse war der heurige Mandl. Und ein Mandl hat bei der Vienna gespielt, der war damals schon kein Spieler mehr, hat auch zum Beispiel den dritten Platz erreicht bei der Olympiade in Berlin mit der österreichischen Mannschaft. Und der hat zu mir gesagt, Burschi war mein Name, Burschi, schau einmal zur Vienna rauf, vielleicht will ich spielen, geh zum Herrn Hoffmann. Mhm. Der Hoffmann war ein ehemaliger Unterteamspieler und war damals Betreuer des Nachwuchses. Ja, und dann bin ich mit Freunden darauf gegangen. Wie alt ich war, weiß ich nicht, aber es war schon, war ich so 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre. Mhm. Haben wir ein paar Mal gespielt, aber nicht so richtig. Wir waren im Gymnasium, haben eher auch lernen müssen und das war, ist sich nicht so richtig ausgegangen. Also haben wir eigentlich ein paar Spiele wie in der Schülermannschaft gespielt und dann haben wir aufgehört. Aber bin dadurch Vienna-Anhänger geworden und bin dann eigentlich regelmäßig immer auf die Hohe Warte gegangen. Circa welche Zeit war das? 47, 57, Anfang 60. Ah. Anfang 1960. Ja. Und da ist sozusagen die Leidenschaft gewachsen. Da ist die Leidenschaft gewachsen. Aber nicht mehr länger gespielt, also einfach nur... Ja, und da gespielt habe ich dann hobbymäßig bis zum 30. Lebensjahr bei Reichsbund Döbling. Ah, okay. Ja. Aber da wäre er trotzdem treu geblieben. Ja, nein, das war ja nur Hobbymannschaft. Ja. Da war der Hink Toni, der eher bei die Vienna gesponsert hat, und der Pelzer Robert, der auch Sponsor der Zeitung der Vienna war. Mhm. Ja, mit denen haben wir gespielt. Und ihr seid dann? Ja, der Luki, also mein älterer Bruder und ich, waren eigentlich recht chancenlos von der Geburt weg, da einen eigenen Willen zu entwickeln, aber kann man nur danken dem Papa, dass es so war. Also wir sind eigentlich auf gar keine anderen Fußball- oder Sportplätze gegangen als auf die Hohe Warte von Kleinkindalter. Also bei mir dann nochmal extremer, weil der ältere Bruder, der Luki, auch bei der Vienna gespielt in Kinder- und Jugendjahren und natürlich immer auf die Hohe Warte gegangen. Und ich als jüngere Schwester genauso dieses Fußballgehen in die Wiege gelegt, muss man sagen, aktiv und passiv. Also es war keiner von uns dreien, der nur passiv das konsumiert hat. Ich habe leider nie bei der Vienna selber gespielt, weil wie ich Fußball gespielt habe, gab es keine Vienna Frauenmannschaft, noch lange nicht. Also das ist lang, nachdem ich aufgehört habe zum aktiven Fußballspielen, erst ins Leben gerufen worden. Ich habe in der Bundesliga damals bei Landers gekickt, war aber als passiver Fußballer, Fußballerin immer Vienna-Fan und bin natürlich von Kleinkindbeinen an mit dem Luki und mit dem Papa auf Spiele gegangen, eine Zeit lang wirklich auf jedes Spiel. Also ich erinnere mich an Auswärtsfahrten nach Lustenau und Tirol und so weiter, wo ich der Mama immer versprechen musste, ich weiß, es ist Freitagabend, aber am Samstag um 8 Uhr in der Früh bin ich wieder rechtzeitig zur Schule zurück. Okay. Also das ist sich dann wirklich, naja, mit 15, 16 hält man das alles aus. Also da war wirklich die Vienna Leidenschaft so besonders, das legt sich im Alter dann. Man geht natürlich schon noch gerne auf Spiele, aber da war das Highlight der Woche. Und das war einfach undenkbar, ein Spiel zu versäumen, egal welches Wetter, egal wo das ist, Hohe Warte oder im tiefsten Vorarlberg. Also man ist einfach jede Woche auf die Spiele gegangen und das war natürlich ein irrsinniges Auf und Ab, weil man emotional auch so drinnen gehangen ist. Dass auch das verliert man zum Glück, vielleicht ein bisschen mit dem Alter, dass dieses totale Hochschaubahnfahren dann irgendwie verloren geht. Und so groß die Freude bei Erfolgen war, weiß ich auch noch, dass die Niedergeschlagenheit natürlich auch extrem war und man gar nicht wusste, wie man das tun soll, wenn man ganz fertig war nach einer Niederlage. Und der Bernhard ist eigentlich ganz spät dazugekommen, wird das aber selber ganz erzählen. Ganz spät. Aber ich frage mich immer, warum man in Wien am Samstag eigentlich in die Schule geht. Aber in Niederösterreich kann ich mich nicht erinnern, dass man am Samstag in die Schule geht. Aber mein erstes Match war ja, wenn man in die Familie Huber eintritt, sozusagen, wird man automatisch mit der Vienna bekannt gemacht. Und dann war es so, dass die Julia eigentlich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so viel Lust gehabt hat auf die Vienna. Und ich bin aber dann schon neugieriger geworden, so, weil wie ich nach der Schule und nach dem Bundesheer dann nach Wien gekommen bin und dann in den Beruf eingetreten bin, da war ich in einer Umgebung, die eher mit dem
Wiener Sportclub verbandelt waren. Ja. Natürlich habe ich das noch, damals noch nicht, nicht so genau gewusst, wie das läuft. Ne. Und dann sozusagen war der Wiener Fußballer eher nur rudimentär bekannt, also für mich. Und dann kommt man in die Familie Huber und dann Jena, super, ja, und Hohe Warte, so, ja, das sollte eigentlich was Tolles sein und so. Und dann, Julia wollte aber nicht so recht zu dem Zeitpunkt, dann bin ich mitgegangen auf mein erstes Match und das war mit dir und mit dem Lukas und das war gegen Red Star Benzin, das müsste gewesen sein im November 2018. Und das war ein irre schlechtes Unentschieden, also es war ganz schlechte Partie, aber mir hat das so viel Spaß gemacht, weil so ein kleiner Platz und die Leute waren nett und Glühwein hat es gegeben und es war zwar sehr kalt, aber es war irgendwie nett und so sind wir dann weitergegangen und dann habe ich auch der Julia gesagt, komm, jetzt gehen wir auch gemeinsam und so, seitdem machen wir das jetzt. Und? Begeistert? Naja, und ich bin ja, kann mich ja sehr schnell für Sachen begeistern, okay. Und habe dann er hat uns alle überholt. Alle überholt bei der Begeisterung. Aber Bernhard, du bist ein Niederösterreicher, habe ich das richtig? Ja, ich komme aus Hollerbrunn ursprünglich. Das ist das Elternhaus ist in Hollerbrunn und ich habe schon Fußball gespielt natürlich. Okay. Aber halt beim ATSV Hollerbrunn haben wir halt ein bisschen in der Jugend gespielt und habe halt als Stürmer. Und war aber nie der Größte, ne? Wir kennen es mir eh alle, wisst ihr. Mehr als 1,70 ist nicht drin. Und aber in der Jugend war das natürlich auch schon so, weil ich ja der Kleinste war, sehr schnell und sehr wendig, aber jetzt auch technisch nicht hochbegabt, das würde ich nicht behaupten. Aber sehr schnell und die Schnelligkeit, jeder in der Jugend, da habe ich ein paar Tore gemacht und einmal Torschützenkönig und so weiter. Wow. Aber in einer Liga, die ja tausendfach unterklassig, also es war ja sportlich keinen Wert gehabt, das war lustig mit den Freien, aber in Wien habe ich die letzte fußballerische Aktivität abseits vom Fan-Turnier, das nicht lustig war, aber sportlich wertlos, den Ute Bock Cup am Sportplatz. Ne? Okay, verstehe. Den man dann auch gewonnen hat, ne? Das war dann irgendwie, was ist das, 2015 oder so, keine Ahnung. Was macht eigentlich diese Begeisterung zur Vienna aus, die ja doch in den letzten, naja, sagen wir mal so 3-4 Jahren mehr Tiefen als Höhen hatte? Was ist eigentlich diese Energie, die der Fan hat? Naja, bei mir ist klar, ich habe das miterlebt, fast die goldenen Zeiten. So den Meistertitel von Hans Butzek 1954 habe ich noch nicht so richtig mitbekommen, aber dann waren doch schon, wenn da die Rapid gekommen ist und das waren 30.000 Zuschauer auf der Hohen Warte, da hat sich schon was abgespielt und da war schon einiges los. Nur, das war halt ganz anders als heute, da hat es weder gegeben Leute mit Leiberln oder mit Schals, sondern da sind die Rapid-Anhänger neben uns gesessen, weil keiner gewusst hat, wer ist welcher Anhänger. Okay. Also das war bummvoll, die ganze Arena, drin die Tribüne hat es ja nicht gegeben, hinter den Toren war bummvoll alles, aber es ist alles super gegangen und die Begeisterung, und da war ein Highlight, war ein Spiel und die Wiener hat damals immer mit Rapid um einen Meistertitel mitgespielt. Aber wir sind es nie geworden. Und ein Highlight, das werde ich nie vergessen, das war ein Spiel Vienna Rapid. Und da hat Rapid, da waren 30.000 Zuschauer, und Rapid 2-0 geführt. Und dann hat die Vienna das Match auf 4-2 gedreht. Halleluja. Ja, das war natürlich. Und damals hatten wir 4 Nationalteamspielerinnen, das war im Tor der Kurt Schmidt. Das war der, im Sturm, der Koller natürlich, der Kapitän und Mittelfeld, und im Sturm der Butzek und der Senekovic. Und der Senekovic hat das 2-1 geschossen. Das 2-2 hat, glaube ich, auch der Senekovic geschossen mit einem Flugkopfball. Das 3-2 hat der Grasserbauer noch geschossen und das 4-2 der Butzek. Aber das war damals eine super Mannschaft, also da hat sich was abgespielt. Wir haben immer den Meistertitel auswärts verloren. Rapid hat auswärts immer knapp gewonnen und das haben wir nicht geschafft. Also wenn wir in Donauwitz gespielt haben, so kannst du rechnen können, dass wir nicht gewinnen. Und die Punkte haben wir verloren. Aber sonst war natürlich enorm viel los, oder 25.000 bei einem Mittwochabendspiel, keine Doppelveranstaltung im Cup, Semifinalspiele. Das war aber ein Austria, also wir gegen Rapid verloren, Austria Admira, da war der Admira noch so stark. Also das waren tolle Spiele, also das hat sich abgespielt, das war jetzt 5-4 ausgegangen oder so. Und da war eine Riesenbegeisterung. Und dann hat man das so mitgenommen, nicht? Da war ich echt ein Wiener-Fan, ein toller. Nicht?
Auswärtsspiele in Wien, natürlich, mit der Straßenbahn nach Simmering, aber auch 1000 Zuschauer. Also auf dem Platz. Ja, ja. War aber ganz anders ausgeschaut. Das verstehe. Dann am WRC-Platz in Brotter unten, auch 10.000 Zuschauer, auch 10.000 Zuschauer überall. Am Rätzterplatz ist Rapid ausgewichen, auch 10.000 Zuschauer. Bei der Stadthalle, der Rätzterplatz. Na, und dann in Hütteldorf die Pfarrwiesen, das war ein altes englisches Stadion, war immer bummvoll. Also da sind die Leute eben nicht so weggefahren noch. Die haben alle kein Auto gehabt. Da sind die Männer am Fußballplatz gegangen. Okay. Das gibt es heute nicht mehr. Wie ist denn das Gefühl, wenn du heute auf die Hohe Warte kommst? Im Vergleich zu... Ja, ich bin nach wie vor begeistert und freut genauso dazu. Also vom Gefühl her hat sich nichts geändert. Nur wenn ich auf die Arena rüberschaue, denke ich mir, hallo, was ist da los? Die war nicht größer. Die war damals genauso groß. Nur die Holzbankeln sind weg. Ne? Ja, ja. Aber waren überall die Holzbankeln und oben Stehplätze. Eine Hälfte Holzbankeln und oben Stehplätze. Aber wie war das damals eigentlich mit der kulinarischen Verpflegung? War das mit dem, also mit dem Bier, hat es das im Becher gegeben oder war das im Flaschen? Also ich habe natürlich kein Bier getrunken damals, aber das glaube ich, ein Becher hat es keine gegeben. Na, aber haben die Männer oder wie du nur... Ja, Flaschen haben die gekauft. Die haben Bierflaschen gekauft. Ja. Und da hat niemand reingeschmissen? Nein, kein Mensch hat was reingekauft. Niemand. Und hat auch nie Krawalle gegeben oder Rapid-Krawalle, gar nichts. Na null. Sportclubplatz, da bin ich auch bummvoll alles immer. Kranke bei uns gespielt. Wie der Kassen, der Bole, das war ein, das Blachhut hat der Kassen, ein super Spieler. Da ist zugegangen, waren super Sachen, ja. Wahnsinn. Ja, die war dann im Vorstand bei der Wiener Zeit lang. Ah, wann war das? Das war die Zeit, wo der Hasel, kann es auch nicht sagen, wo der Hasel bei uns gespielt hat, der Kempes gekommen ist. Also Mitte der 80er Jahre. Ja, ja. Das war so eine undurchsichtige Sache mit den Campus. Das habe ich bis heute nicht überwissen, wie der gekommen ist. Ist das so der rote Faden in der Wiener? Zumindest ist das bis heute gewesen. Wenn man dem Papa zuhört und die letzten Jahrzehnte kommt das immer Geld wieder. Ja. Und ich war ja auch dem Vorstand, da haben wir niemand was sagen dürfen. Haben Schulden gehabt ohne Ende, nicht niemand was sagen dürfen. Okay. Aber das ist ja heute angenehmer, ne? Mit diesem Sponsor und geschäftlich. Ja, wir haben besser. Immer gezittert, auch unter Hamelker, nicht? Immer gezittert, dass es weitergeht. Ja. Nur die Begeisterung, die hat einen Kitt zwischen Fans und Verein. Ja, aber da waren ja dann so wenig Zuschauer, die haben in der zweiten Liga gespielt und da waren 500 Zuschauer. Da waren das keine Zuschauer mehr, weil wir nie was, das war furchtbar. Wie es dann besser geworden ist, haben uns immer Steier und damals immer Vereine, wie zum Beispiel Steier, die lang schon im Bankrott waren und irgendwie das geschafft haben, uns immer die Meistertitel und den Aufstieg vermaselt. Die haben uns vermaselt und sind dann natürlich krochen gegangen wie nichts, aber wir sind trotzdem nicht aufgestiegen. Ja, die haben zwei Konkurse schon hinter sich. Ja, ja. Also Wahnsinn. Ja. Das Wirtschaftliche ist halt so wichtig. Halt. Damals scheinbar genauso wichtig wie heute, nicht? Dass man überlebt. Weil die Wiener hat ja auch wirtschaftlich dann schon vor 2017 schon endlich. Naja, wir haben damals relativ viel Geld aus dem Tennis bekommen. Okay. Fußball. Weil die Tennis ist damals sehr gut gegangen und die hatten eine Grenze mit 500 Mitgliedern und da hat es aber eine Warteliste gegeben. Halleluja. Ja, und die haben recht viel und da hat sich der Fußball immer vom Tennis ganz schön viel Geld geholt. Okay. Jedes Jahr von den Mitgliedsbeiträgen. Okay. Das dürfte sich ein bisschen geändert haben mittlerweile. Ja, ja, das sage ich jetzt einmal, ohne es genau zu wissen. Ich glaube auch, dass da nicht sehr. Ja. Ja, das war also damals eine harte Zeit, immer überleben. Also, da kann ich mich erinnern, da haben wir den Sponsor gehabt, Porter, den heißt es auch Türen, Porters oder Türen und Fenster, Deutscher. Na, der ist da hergekommen und hat über 1 Million Schilling gezahlt, also 1, 2, 1, 3. Und hat jetzt einmal, war der total fertig, dass es keinen Bus gegeben hat, wo riesengroß Wiener umsteht. Das ist ja bei uns in Deutschland üblich. Die haben nämlich Werder Bremen auch gesponsert. Der hat den Bus hat er nicht gefunden. Also den gibt es bei uns, wird es so lange nicht geben. Hat es nie einen Mannschaftsbus gegeben? Nein, wo Wiener umsteht. Nein, nichts, gibt's, wo Wiener. Ja. Gibt es heute. Wer hat das? Rapid und Austria hat das. Na, Sturm. Salzburg hat es sicher auch. Also Bundesliga. Ja, früher hat es, aber kein. Aber das ist ein Horn oder so, da auch keinen Bus. Nein, aber früher hat es aber auch Austria und Rapid nicht gehabt, so ein Bus. Aber ist das nicht vielleicht auch dieser Schmäh, der Charakter dieser, der Wiener,
dass halt nicht alles so perfekt ist, dass alles ein bisschen so schlussrig, nicht ganz perfekt, nicht ganz rund ist. Macht das nicht vielleicht auch gemütlicher? Ne? Naja, ich habe damals natürlich ganz blöde Sachen miterlebt. Nicht? Also mit dem Hasel, der, das darf ich gar nicht sagen. Oh Gott, das von, nicht? Also das, nicht, das sind, da haben sie uns, wir haben das Rapid-Match endlich einmal einnahmen und auf einmal, und das waren so Kabinen, die Kassen, hinten mit einer Tür. Auf einmal sind die Finanzbeamten hinter der Tür gestanden, bei jeder Kasse, das waren 5, 6 Kassen, da haben wir alles genommen. Da waren 250.000 Schilling weg. Und mit denen haben wir gerechnet. Und warum haben die das? Ja, Pfändung. Über den gewissen Mann. Aber da muss ja schon wirklich lange imponiert gewesen ja, sein. Ja, ja, alles immer verheimlicht, nicht gesagt. Das war ein sehr netter Mensch, ein ganz netter Mensch war damals der Chef. Der war dann nicht mehr lang. War lang der Chef. Da haben wir Fee, mit Fee gespielt von Ortmann. Gottes Willen, das ist schon lange her. Ja, ja. Und der hat es dann aufgegeben. Und da war diese, dass das mit dem Geld hinten und vorne geklappt hat. Ja, ja, ja. Und die Fortführung von dem Ganzen war dann natürlich sehr schwierig, bis dann gekommen ist der wie heißt der? Nettig. Mhm. Der Nettig. Fotonettig? Fotonettig. Der hat das Ganze dann übernommen und hat sich auch übernommen. Dann ist er das Ganze und dann ist er eben verkauft worden, glaube ich, der Parkplatz. Okay, die Zeit war das. Das hat sich so lang hingezogen, ist der Parkplatz verkauft worden. Und dann sind die Schulden abgedeckt worden. Die IG gekommen und solche Sachen. Ja, 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 ja. Also wenn ich das jetzt so halbwegs so richtig von der Zeit her... Also es ist immer schon eine wilde Zeit gewesen auf der hohen Warte. Daher ist das jetzt ein Traum mit dem Sponsor. Ja. Also ich gehe ja beruhigt auf die hohe Warte. Was das Wirtschaftliche betrifft. Aber ich glaube auch spielerisch und sportlich ist es viel weitergegangen. Ja. Na, die Zeit, die habe ich eh auch erlebt mit dem... wie heißt Tomaschek. Ja, ja, und mit dem Blagos. Ja. Und mit dem Trainer. Nein. Wie heißt der jetzt bei Skies? Der Data Freel. Da waren wir ja auch unabsteigbar. Da sind wir nie abgestimmt bei anderen. Wir waren immer letzter, glaube ich. Also die werden ja doch mehr Glück als Verstand gehabt manchmal, ne? Nur, wir haben natürlich gewusst, dass die Spieler nie ein Geld bekommen. Okay. Und die haben dann natürlich auch halbwert gespielt, ne? Ja, klar. Nicht? Also. Naja, das macht natürlich die Stimmung auch nicht unbedingt gut. Nein, war nicht gut. Und das Gefühl, oben zu stehen und singen und so weiter, jetzt wieder, hat dich sozusagen wieder zurückgebracht zu Vienna? Also bei mir sind es ganz andere Erinnerungen und Erlebnisse, weil ich habe diese hohen Zeiten, die der Papa schildert, natürlich nie erlebt und kenne es nur aus Erzählungen. Für mich ist diese Begeisterung, war vom Kindesbeinen an, ist es das Stadion, muss ich sagen. Und ich sage eigentlich gar nicht Stadion dazu, weil es ist diese Naturarena. Das ist es, was es ist, eine Naturarena. Und das ist, was mich bis heute fasziniert und begeistert. Und da, muss ich sagen, habe ich auch in der blöden Corona-Zeit das wieder neu entdeckt, weil ich jetzt jahrzehntelang nie mehr auf der Naturseite gesessen bin. Als Kinder waren wir immer nur drüben. Da erinnere ich mich noch, wie die Holzbänke waren, sind der Papa, der Luki und ich immer auf diesen Holzbänken gesessen. Und ich bin am liebsten immer ganz raufgegangen an die Wiese, weil ich immer fand, dass dieser Blick übers Stadion, über die Arena und über ganz Wien so besonders war. Und das war immer so ein ganz toller Ort für mich. Und ich habe wirklich schon viele Stadien weltweit gesehen und sowas findet man einfach nirgends. Also dieser Ort ist was total Spezielles. Und das Zweite ist, und das ist auch die Antwort auf deine Frage, dieses, nachdem ich ein paar Jahre lang nicht schon mitverfolgt habe, aber persönlich eigentlich nicht so reingekippt bin und auch nicht auf der Hohen Warte war, das Zweite sind, du hast das auch gesagt, die Menschen, die einfach so total nett, liebevoll wie eine Familie sind, die, auch wenn man sie eigentlich über Jahre nicht sieht oder auch immer nur alle paar Wochen mal auf Spielen, das ist trotzdem immer so, als hättest du den gestern erst wieder getroffen. Und das sind über Jahrzehnte genau die Fans dieselben geblieben und du wirst eigentlich gemeinsam alt, auch wenn man von unterschiedlichen Altersstufen ausgeht. Aber Leute, die ich mit 20 kennengelernt habe, wie ich 10 war, die gibt's noch immer und das ist halt was ganz Besonderes und immer wieder schön und da ist kein, na geh, jetzt warst du aber schon lange nicht, was ist los mit dir, sondern einfach jedes Mal wieder und wenn es doch Jahre nicht warst oder wenn es dich jede Woche siehst, es ist immer wieder ein total schönes Erlebnis, die Leute wieder zu treffen. Es ist auch
so ein Ausgleich, wenn man eine anstrengende Arbeitswoche hat und ich sage dann manchmal, ich zahle jetzt mich voll müde und er sagt dann jedes Mal zu mir, der Bernhard, weil er das schon beobachtet hat, wie lustig und entspannend das ist, dann gib bitte jetzt, geh mal auf die hohe Warte oder geh mal aufs Auswärtsmatch. Es ist immer super entspannend, du kommst auf total andere Gedanken und es ist einfach nur lustig und angenehm und das ist, also das macht es für mich aus, diese tolle Naturarena und einfach die Menschen, die einen irgendwie ein gefühltes Leben lang schon begleiten, da im Fantum der Wiener. Und Auswärtsmatch ist ja jetzt eh total leichter, weil wir sind eh alles in Wien und das ist natürlich super und das macht mitunter auch derzeit den Reiz aus, weil ich kenne es ja nie anders, sozusagen, also praktisch zweite Landesliga beginnend bei Red Star Penzing. Und dann fährt man so durch Wien durch und schaut sich so die Auswärtsplätze an. Also, und wir waren ja schon schöne Plätze mitunter dabei, Ankerbrot zum Beispiel. Freundschaften unter den Fans. Wie ist das bei euch? Schließt ihr Freundschaften oder ist man einfach nur Fan und geht nach Hause nach dem Match? Na, also eine ganz aktuelle Geschichte. Betrifft jetzt den Roli, aber ist stellvertretend für alle. Also ich denke, das könnte man von vielen solche Dinge haben, aber die Trikots, die wir heute anhaben, hat der Roli sich ordentlich ins Zeug gehaut, dass wir die für letzten Freitag für unsere Hochzeit bekommen. 4 weiße Trikots, wo uns unser Hochzeitsdatum eigenhändig hinten noch drauf geflockt hat. Und hat uns versprochen und wirklich bis zum Schluss, obwohl es knapp war mit den Bestellungen und das ist nicht in seiner Hand gelegen, wirklich auch privat für uns eine Freude bereitet und was Schönes gemacht und da total verlässlich war. Also das war eine ganz, eine tolle Geste von ihm, dass er das auch gewusst hat, wir haben diesen Tag und würden uns das wünschen und da hat er wirklich alles getan, dass er das für uns aufstellt. Mhm. Und solche Dinge passieren immer wieder. Also ich würde schon sagen, dass das mehr ist teilweise als nur und anfangs. Man sieht sich etwas jede Woche, aber man hat schon das Gefühl, dass man sich auf die Leute verlassen kann und dass man da schon von einigen so ziemlich auch alles haben kann, wenn man was braucht. Jetzt da im Frühjahr hat es 1, 2, 3 Grillereien gegeben auf der Hohen Warte, das war sehr nett. Weihnachtsfeier, also es sind schon so auch einige Geschichten abseits. Ich glaube, viele machen das sogar noch sehr viel intensiver. Kommt immer darauf an, in was für einer Lebenssituation man gerade ist, aber die gerade jetzt Studenten sind, also die finden sie halt leichter. Mhm. Oder der Gary, der Mike und der Erich, die es wahrscheinlich schon seit 30 Jahren das gemeinsam erleben. So, das ergibt schon so Gespanne, die sozusagen wirklich totale Freunde sind und Wiener. Mhm. Das ist wahrscheinlich untrennbar miteinander verbunden teilweise. Und wie gesagt, es gibt ja auch bei der älteren Generation, die da müssen ja schon auch beträchtlicher Anteil der 1000 Leute, die da im Schnitt kommen, werden ja auch schon 40, 50 Jahre bestimmt, werden das ausüben, ihr Fantum. Das ist natürlich toll. Und ich glaube, es gibt wenige Vereine in Österreich, die so eine lange Geschichte haben. Also es gibt eh nur einen Verein, der so eine lange Geschichte hat. Ja. Nämlich die Wiener. Und wo so konstant über so viele Jahre die Fans treu geblieben sind. Manche Vereine gibt es gar nicht mehr, 1000-mal im Konkurs, wie auch immer. Und das ist ja schon ein Juwel. Und der große Stadtrivale, der Sportclub, ne? Oder die zweiten Unaussprechlichen, ne? in Wien mittlerweile, jetzt als Wiener-Fan, die haben natürlich auch tolle Traditionen. Aber ich glaube, auf der Hohen Warte ist es ganz speziell. Und da muss man dabei sein. Das heißt, die Wiener Fans kittet als den Verein zusammen. Es gibt eben den Spruch, Spieler kommen und gehen, Funktionäre kommen und gehen, und wie man gesehen hat, auch Stadiondächer kommen und gehen. Aber wer bleibt? Der Fan. Der Fan hält eigentlich die Wiener oder den Verein, das Vereinsleben und auch diesen Spirit aufrecht, oder? Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Ne? Und auch diese Freundschaft, die sich dabei bildet. Ne? Du kommst aus der Werbung, aus dem Marketing. Ist das etwas, was man verkaufen kann bei der Wiener? Also da sehe ich definitiv großes Potenzial und muss auch sagen, dass uns da leider Corona, also uns, die Wiener, Corona sehr ausgebremst hat. Also was die Wiener in den letzten 1,5 Jahren geleistet hat, war großartig, nämlich genau auf das gesetzt, was nur die Wiener kann und hat.
nämlich diese Tradition, dieser älteste Verein in Österreich, aber auch weltweit gesehen, diese Pionierstellung nicht umsonst, diese Mitgliedschaft im Club of Pioneers. Und das hat die Vienna erstmals wirklich intensiv aufgegriffen und perfekt rund um das 125-Jahre-Jubiläum wirklich bis zum Ende super vermarktet. Nicht nur mit der Feier oder Campus und alle Größen, die Vienna hatte, die noch leben, eingeladen hat. Auch mit dieser Annäherung an Sheffield United, das geplante Spiel, das dann leider nicht zustande gekommen ist. Also was die Vienna da, wo sie sich draufgesetzt hat, genau auf ihre Alleinstellungsmerkmale und dieses wunderbare Traditionelle, was sie hat, in einer ganz, ganz tollen und charmanten Art und Weise, so gut es geht, ausgeschlachtet hat. Das hat mir irrsinnig gut gefallen und das war jetzt sehr, sehr schade, finde ich, dass das jetzt einen jähen Dämpfer bekommen hat durch die weltweite Situation. Aber ich hoffe, dass man das wieder aufgreift und da anknüpft, weil das ist bestimmt was die Vienna wirklich noch sehr weit bringen kann. Also dass man abseits vom sportlichen Erfolg, denn natürlich, da bin ich nach wie vor der Meinung, das Wichtigste ist, aber auch auf diese Werte, die man als einziger hat, wirklich auch in Zukunft setzt und ausbaut. Und damit gelangst du sicher auch wieder in eine breitere Öffentlichkeit, in der sicher viele Sympathisanten schlummern und die dann wieder mal aufmerksam werden und sagen, ja, also das schaue ich mir auch wieder aus nächster Nähe an. Zukunft, Stichwort. Ja, du kennst die Vergangenheit gut, aber Vergangenheit, wie schätzt du sie ein? Genug geredet. Ich möchte eigentlich über die Zukunft reden. Also mir gefällt im Moment, dass die Mannschaft personell und qualitätsmäßig sehr verstärkt wurde. Die Spieler, das sind junge Spieler, die teilweise sehr schnell sind, technisch sehr gut. Und wenn man das fortsetzt, wenn wir wieder aufsteigen und immer wieder nachbessert, glaube ich, haben wir gute Chance, dass wir relativ bald weiter oben spielen können. Und der zweite Wunsch wäre, aber den werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass die Hohe Warte wieder einmal ein Stadion wird. Ein kleines, ein richtiges Stadion. Mhm. Jetzt haben wir ja nur da die Tribüne drüben, das ist ja eher zu vernachlässigen, dass da was gemacht wird. Vielleicht findet sich ein Geldgeber. Na, das ist eine weitere Zukunft, denke ich. Aber wenn du jetzt Fans ansprechen würdest, die vielleicht jetzt frisch nach Wien kommen, so wie der Bernhard ja auch nach Wien gekommen ist, beziehungsweise halt einen Verein suchen und sich für Fußball interessieren, was würdest du dann sagen? So, jetzt bin ich sicher nicht der richtige Ansprechpartner, aber ich könnte Ihnen sagen, wir haben jetzt viel junge Fans dazu gewonnen in den letzten Jahren. Und wenn Sie Freundschaften suchen und Verbindung suchen, dann sollen Sie kommen. Und bei der Vienna findet man das. Ich bin überzeugt, dass bei den Fans viele bereit sind, neue Fans aufzunehmen und sehr gerne aufnehmen und sich auch kümmern um sie. Ja. Ich glaube, die Gemeinschaft ist auch das stärkste Wort, dass das wirklich zusammenhält und sehr positive Art und Weise, sehr tolerant. Ja, ja. Und ich glaube, das ist ein großes Schlagwort. Wenn das Leute suchen und interessiert sind am Fußball, am friedlichen Fußball, dann ist das sicherlich. Es ist halt leider so, dass diese Vereine, ich sage jetzt nur FC Wien, die Stadtliga gespielt haben, die enorm viel Zuschauer hatten, dass die alle verschwunden sind. Und dass diese Zuschauer auch verschwunden sind. Hm. Also es sind ja Zehntausende Zuschauer in Wien verschwunden. Hm. Muss man sagen, es war nicht FC Wien, NAC hat viel Zuschauer gehabt. Es ist alles weg, der Pfaffersee, den gibt es noch, die haben enorm viel Zuschauer gehabt. Simmering, ja, gibt es alles nicht mehr. Es sind also sehr viele Fußballbegeisterte eigentlich verschwunden. Und ich kann mir vorstellen, wenn es zum Beispiel die Wiener nicht mehr geben würde, weil da ein Konkurs, wo man noch dran war, also ich wäre kein Fußballanhänger woanders geworden. Mhm. Also ich würde mich nicht mehr interessieren. Wenn wir reden bei den Fans, ist es überall so. Mhm. Also alle, die da bei uns stehen, also wenn es die Wiener gibt, ich glaube, die bleiben zu Hause. Mhm. Und schauen sie im Fernsehen halt die interessanten Spiele an. Oder ist Fußball zu wenig? Muss das Ganze mehr ein Happening werden, wie es beim American Football zum Beispiel ist? Also? Oder ist das nicht notwendig? Bei der Vienna ist einfach die Stimmung alleine und das Stadion logischerweise ja Naturarena ausreichend. Ja, ich gehe in erster Linie, und das wird auch so bleiben, wenn ich auf ein Fußballmatch gehe, gehe ich wegen einem Fußball hin. Also wir waren vor über einem Jahr jetzt in London und haben uns das neue Tottenham Stadion angeschaut. Das war mir schon zu viel. Mhm. Also das ist aufgebaut wie ein American Football Stadion, wo du in der Mitte hast halt den Platz, aber das Stadion rundherum ist ein riesen Einkaufszentrum und du bist irgendwie Stunden vor und Stunden nachher dort irgendwie gebunden, dir die längste Bar in einem Fußballstadion der Welt anzuschauen und wirst bespielt und bespaßt mit Dingen. Aber mir war das
eigentlich zu viel. Also ich habe das alte Tottenham Stadion auch gekannt, das war mir viel sympathischer. Das war ein altes, richtiges Fußballstadion. Du bist hingegangen, hast den Bier runtergestürzt, weil du es nicht mitnehmen hast dürfen auf die Tribüne und hast du das Spiel angeschaut, hast in der Pause wieder eins runtergestürzt und nachher bist gegangen. Mhm. Und ohne dieses Rundherum. Und ich bin halt, da bin ich sehr traditionell. Ich gehe dorthin, um ein Fußballspiel zu sehen. Und rundherum das Ganze, wenn ich es haben will, suche ich es mal woanders. Aber nicht, wenn ich ein Fußballspiel sehen will und schon gar nicht von meiner Lieblingsmannschaft. Das ist richtig, ja. Meine Lieben, dann sage ich ein recht herzliches Dankeschön für dieses wirklich tolle und umfangreiche Gespräch. Danke natürlich auch für die tolle Geschichtserzählung und ich hoffe, wir sehen uns recht oft noch bei vielen, vielen künftigen Matches. Danke. Dankeschön. Okay.